Wunderschönen guten Abend Ihnen allen und herzlich willkommen zur neuen Woche mit Hallo Niedersachsen. An Themen herrscht ja zurzeit kein Mangel. Heute wird es zu Beginn der Sendung erstmal skurril. Uns reicht's, wir treten aus, das hat man durchaus ja schon mal gehört, wenn es um Vereine geht zum Beispiel oder um Fitnessclubs. Aber eine Gemeinde, die aus einem Landkreis austreten will, wo gibt's denn sowas? Im Weserbergland. Tja, klingt nach zerrütteter Beziehung. Schauen wir mal, was dahinter steckt. Und da frage ich mal nach bei unserem Korrespondenten für das Weserbergland, Wilhelm Purg. Wie realistisch ist das denn, Wilhelm, dass so eine Samtgemeinde einfach sagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding, beziehungsweise wir schließen uns eben einem Landkreis unserer Wahl an? Die Schlinge zieht sich zu. Ein sprachliches Bild, das gerne ja mal benutzt wird und manchmal wohl auch nur so dahingesagt ist. Im Fall der beiden RAF-Terroristen Staub und Garweg denkt man jetzt doch, hier passt es perfekt. Die müssen doch wirklich bald ins Netz gehen. Doch ob das wirklich so schnell passieren wird? Heute wurde bei einer Kontrolle auf der A5 bei Darmstadt ein Fahrzeug durchsucht, allerdings ohne, dass jemand festgenommen worden wäre. Ähnlich wie gestern in Berlin. Jetzt überspitzen wir mal kurz. Was soll der Harz künftig eigentlich machen? Ohne Schnee und ohne Bäume? Stichwort Klimawandel und Borkenkäfer. Gut, so dicke wird es hoffentlich nie kommen. Aber tatsächlich steht die beliebte Urlaubsregion vor großen Herausforderungen. Auch wenn es im vergangenen Jahr mehr als 8 Millionen Übernachtungen gab, also wieder fast so viele wie vor Corona. Wintertourismus allein reicht nicht mehr. Und so liegt ein Teil der Zukunft des Harzes vielleicht gar nicht draußen, sondern drin. Hier am Staatsgerichtshof in Bückeburg ging es heute um Vornamen, denn deshalb hat ein AfD-Abgeordneter die niedersächsische Landesregierung verklagt, weil er Vornamen wissen will, und zwar von den Tatverdächtigen aus der Silvesternacht 2022/23. Wir erinnern uns, damals wurden Einsatzkräfte mit Böllern beschossen. Und wir haben weitere Nachrichten für Sie im Überblick. Los geht es mit einem Jugendlichen, der im vergangenen Sommer in Osnabrück einen Amoklauf geplant haben soll und demnächst vor dem Jugendrichter steht. Erzieherinnen und Erzieher, verzweifelt gesucht. In Lingen im Emsland will man jetzt mit einem Pilotprojekt gegensteuern, das so landesweit einzigartig ist. Das Besondere daran, die Azubis bekommen ein monatliches Gehalt. Und wir haben jetzt ein besonders schönes Beispiel aus Schneferdingen im Heidekreis. Da machen 10 Abiturientinnen und Abiturienten gerade ihre Trainer- bzw. Übungsleiterlizenz noch ganz analog parallel zum Abi. Toll, Grüße an die jungen Leute und Grüße an Farina Rengers aus Emden. Von ihr ist eine Kenner aus Friesland. Danke Ihnen für den Montag. Donald Becker schaut aufs Wetter. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Tschüss, schönen Abend.